Willkommen bei Berlinbox, der Talk. Ich bin Andreas Dorfmann. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast ist Bankkaufmann, Jurist und CDU-Politiker. Er war erster Bürgermeister und zuvor Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Zudem ist er Generalsekretär des Bundeswirtschaftssenats. Willkommen bei Berlinbox, Christoph Ahlhaus. Vielen Dank, Herr Dorfmann. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir haben viele Zuschauerinnen und Zuschauer im gesamten Sendegebiet. Das gesamte Sendegebiet konzentriert sich aber auch auf Berlin und Hamburg bei uns. Mhm. Und da ist es natürlich, also im Fernsehen, besonders schön, dass Sie hier sind, weil Sie ja für beide Städte stehen und noch viel mehr. Da kommen wir gleich noch zu. Über YouTube sind wir natürlich auch überall zu sehen. Der Kanal wird immer wieder mal eingeblendet, damit Sie wissen, wo Sie uns erreichen können. Also, jetzt wissen wir schon mal ein bisschen was Biografisches, also zumindest Berufliches. Jetzt kommen Heidelberg, Speyer, München, Hamburg und Berlin. Das sind einige Stationen in Ihrem Leben. Wo ist denn Ihr gefühltes Zuhause? Naja, das gefühlte Zuhause ist da, wo die Familie, die Kinder, die Ehefrau ist. Und das ist bei mir Hamburg. Aber ich bin fast mehr Zeit die Woche über in Berlin. Insofern ist Berlin auch ganz nah mit dabei. Sie waren Innensenator und wurden erster Bürgermeister von Hamburg. Ole von Beuys zog sich seinerzeit überraschend ins Privatleben zurück. Und Sie mussten kurzfristig übernehmen. Wie erfüllend war dieses hohe Amt als erster Bürgermeister von Hamburg für Sie? Naja, es ist erstmal eine großartige Aufgabe, eine große Verantwortung, für eine Millionenstadt an der Spitze zu stehen und die Geschicke einer solchen großartigen Stadt, wie Berlin natürlich auch, lenken zu dürfen. Aber in der kurzen Zeit meiner Amtszeit konnte ich natürlich vor allem, weil sie überschattet war von Koalitionsstreitigkeiten, nicht so viel bewegen, wie ich das gerne getan hätte. Insofern war für mich die Zeit zuvor als Staatssekretär in der Hamburger Innenbehörde und als Innensenator erfüllender als die Bürgermeisterzeit. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, die Grünen waren damals in der laufenden Koalition. Mhm. Und sagen wir mal so, nur bedingt vom neuen Chef begeistert. Wie belastend war das denn für Ihre Arbeit und Ihre Ziele für die Freie und Hansestadt Hamburg? Naja, es war die erste schwarz-grüne Koalition. Dass das nicht einfach wird, war klar. Erstaunlicherweise lief es aber gerade im Innenbereich, wo man vielleicht das größte Konfliktpotenzial auch zwischen Union und Grünen sehen könnte, erstaunlich gut, weil ich da mit den Ansprechpartnern der Grünen einfach eine gute Kommunikation gepflegt habe, auf Augenhöhe, aber ohne sich gegenseitig zu verbiegen. Das hat funktioniert. In der Bürgermeisterzeit lief das nicht mehr so gut, weil die einfach nach Umfrageergebnissen geschaut haben und dann aus einem wahltaktischen Kalkül gesagt haben, wir wollen diese Koalition nicht mehr. Hat am Ende nicht funktioniert. Sie flogen auch aus der Regierung raus und Olaf Scholz, mein damaliger Gegenkandidat, wurde dann mit absoluter Mehrheit erster Bürgermeister und mein Nachfolger. Wer oder was hat Sie politisch besonders enttäuscht? Schon die Grünen und die damals Handelnden, weil einfach das Verhalten war nicht so, wie es den Absprachen getroffen hat. Das heißt, die Glaubwürdigkeit war irgendwann nicht mehr da, das Vertrauen war nicht mehr da. Und vor allem, und das zieht sich eigentlich jedenfalls nach meiner Perspektive bis heute durch, wie ein roter Faden oder wie ein grüner Faden, dass, glaube ich, in keiner politischen Partei, von ganz rechts bis ganz links, es ein solches Auseinanderklaffen zwischen Selbstbildnis, wie man sein möchte, wie man vorgibt zu sein, mit einer großen Toleranz auch Andersdenkenden gegenüber und der Wirklichkeit. Die Toleranz bei den Grünen gegenüber Andersdenkenden ist mehr oder weniger null. Und das enttäuscht doch sehr, wenn man mit ganz anderen Ideen, Vorstellungen versucht, Wähler zu begeistern. Sie leben mit der Familie in Hamburg. Zwischenzeitlich haben Sie auch in Berlin gewohnt. In der Bundeshauptstadt arbeiten Sie nach wie vor als Rechtsanwalt. Wie erleben Sie die Bundeshauptstadt und vor allem die Berliner Landespolitik, die ja jetzt einen neuen regierenden Bürgermeister hat? Also gleichzusetzen mit dem ersten Bürgermeister von Hamburg ist der regierende Bürgermeister von Berlin, in dem Fall Kai Wegner von der CDU. Ja, was sagen Sie zu dieser neuen Landesregierung?
Also zunächst freue ich mich mal, dass Kai Wegner wieder regierender Bürgermeister ist. Seit nach vielen Jahren ein regierender Bürgermeister der CDU. Viel kann ich dazu natürlich noch nicht sagen. Dafür ist er einfach zu kurz im Amt. Aber ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg und auch Fortune, was man immer braucht, um Erfolg zu haben. Ich kann Ihnen sagen, in meiner langen Rechtsanwaltstätigkeit in Berlin habe ich viel mit der Berliner Verwaltung zu tun gehabt. Deswegen bin ich ja auch nach Berlin, weil als ehemaliger Hamburger Bürgermeister mein Fachgebiet ist öffentliches Baurecht, Verwaltungsrecht, dann gegen die eigene Stadt ständig zu klagen oder so, das macht nicht wirklich Sinn. Und ich kann Ihnen nur sagen, Berlin hatte jedenfalls bisher, glaube ich, die chaotischste Verwaltung in ganz Deutschland. Und das spürt man. Das ist nicht immer schädlich für den Bürger, weil dann manchmal geht auch was, was woanders nicht geht. Aber es ist halt sehr wenig verlässlich. Und ich wünsche unserer Hauptstadt, dieser wunderbaren Stadt Berlin, den tollen Menschen hier, dass es diese neue Regierung unter Kai Wegner schafft, aufzuräumen, Ordnung in die Stadt zu bringen, Verlässlichkeit für die Menschen, die Bürger in dieser Stadt und dass viele Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes in der Berliner Verwaltung jetzt schnell gelöst werden, damit Berlin nicht nur Hauptstadt ist, sondern auch Vorzeigestadt in Deutschland. Sie sind der Generalsekretär des Bundeswirtschaftssenats und stehen damit für den Mittelstand in Deutschland. Jetzt gucken wir mal auf die Schlagzeilen der letzten Tage, in den letzten Monaten zum Beispiel, aber auch besonders in den letzten Tagen, hören wir immer wieder von Insolvenzen deutscher Traditionsunternehmen und durch grüne Ideologie geprägte Diskussionen mit der Politik. Wie geht es denn der deutschen mittelständischen Wirtschaft momentan? Der Bundeswirtschaftssenat, dem ich als Generalsekretär vorstehe, ist sozusagen das Spitzengremium des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft in Deutschland, der größte mittelständische Verband. Im Bundeswirtschaftssenat sind die großen Unternehmen, die kennt man nicht alle, aber es sind Hidden Champions, sind wirklich leistungsstarke Unternehmen vertreten. Diese 370 Unternehmen in diesem Gremium machen 120 Milliarden Jahresumsatz und tragen Verantwortung, und das formuliere ich bewusst so, weil es im Mittelstand auch noch so gelebt wird, tragen Verantwortung für 1,2 Millionen Beschäftigte. Und natürlich bin ich ständig in Kontakt mit mittelständischen Unternehmen. Und ich kann Ihnen sagen, im deutschen Mittelstand als Rückgrat des Wohlstands in Deutschland geht es so schlecht wie noch nie. Und nicht, weil die allesamt irgendwelche Fehlentscheidungen getroffen haben. Man kann auch nicht nur auf die Politik schimpfen. Es ist ein Bündel von schwierigsten Rahmenbedingungen, mit denen mittelständische Unternehmen zurzeit zu kämpfen haben. Und ich arbeite daran mit vielen anderen Mitstreitern, dass wir versuchen, dass der Mittelstand nicht wegläuft, dass die nicht ihre Unternehmen schließen, dass sie nicht ins Ausland verkaufen, dass sie nicht selber weggehen, sondern dass sie weiterhin unternehmerische Lust haben, hier zu bleiben und die nach wie vor in Deutschland, in deutschen mittelständischen Unternehmen enorm stark vorhandene Innovationskraft, die ist nicht weg. Aber sie braucht Rahmenbedingungen, mit der sie wieder richtig gut arbeiten kann. Nicht nur für die Bilanz des eigenen Unternehmens, sondern für die Bilanz in unserem Land, damit der Wohlstand für alle, die Arbeitsplätze gesichert ist. Oft wird ja in den Medien über die großen Konzerne gesprochen. Kommt der Mittelstand zu kurz in der gesellschaftspolitischen Diskussion? Naja, ich erlebe es eigentlich so, dass natürlich sind große Konzerne sind immer mehr im Fokus. Es ist ein Unterschied, ob jetzt bei einem Unternehmen mit 120 Mitarbeitern eine wirtschaftliche Schwierigkeit gegeben ist oder ob der Lufthansa die Puste ausgeht. Das ist schon klar. Aber die Summe der mittelständischen Unternehmen, die Summe der Beschäftigten, die Summe der Wertschöpfung des Mittelstands ist ungleich größer in unserem Land als die der Konzerne. Und das ist in Deutschland etwas Besonderes. Das hat uns auch besonders stark gemacht, diese Diversifikation über alle Branchen in einem Land, was nicht nur von einigen wenigen Konzernen wirtschaftlich abhängig ist, sondern von einer ganz breiten Mittelschicht. Wirtschaftlichen Mittelschicht in diesen mittelständischen Unternehmen.
Und wenn das wegbricht, dann geht auch Stabilität verloren. Warum sind wir immer schneller aus Krisen gekommen als andere Länder? Weil ein mittelständischer Unternehmer, der denkt nicht nur in Quartalszahlen, der kennt im Zweifel seine Mitarbeiter, der hält länger an denen fest, setzt sie nicht gleich frei, sondern der denkt in der Generation seiner Familie, der das Unternehmen gehört. Und das führt auch dazu, dass man eben nicht gleich sagt, okay, die Aktionäre meckern, also muss ich ganz schnell handeln, sonst fliege ich raus. Es ist mehr Stabilität da. Und wenn das verloren geht, weil die mittelständischen Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig sein können am Standort Deutschland, dann geht ein Stück Stabilität in Deutschland für den Wohlstand verloren und damit auch der Wohlstand selbst. Und genau das, da sind wir mittendrin. Ja, genau. Es gibt leider Beispiele, die auch Schlagzeilen gemacht haben. Auch im Bereich von Medien wissen wir ja, auch da wird diskutiert, aber auch andere Firmen, die eine lange Tradition haben und Deutschland mehr oder minder verlassen oder eben halt zum Beispiel in Richtung USA verkauft werden. Warum ist denn der Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft? Naja, weil er, wie ich gerade sagte, diese Stabilität mit sich bringt. Und natürlich in Summe viel mehr Arbeitsplätze, viel mehr Wertschöpfung beim mittelständischen Unternehmen sind als bei den Industriekonzernen. Damit will ich die Bedeutung der Industriekonzerne überhaupt nicht schmälern. Aber die sorgen ja auch wieder für Arbeit im Mittelstand, für viele Zulieferer, beispielsweise in der Automobilindustrie. Das ist ein gutes Miteinander immer gewesen. Aber der Mittelstand, um auch noch mal auf die vorangegangene Frage anzuknüpfen, der hat, weil die Unternehmen nicht so bekannt sind. Wir haben viele Hidden Champions, die machen ein kleines Bauteil, aber weltweit einmalig. Ja? Also zum Beispiel Gummidichtungen für Fenster in Autos. Ein kleines Unternehmen in Süddeutschland, kennt kein Mensch, nicht mal den Ort werden sie kennen, Weltmarktführer für dieses Bauteil. Und das sehen die Leute nicht, das ist den Leuten nicht so bekannt. Der Unternehmerbegriff ist leider in unserer Gesellschaft eher negativ besetzt. Der Begriff Mitte, Mittelstand, ist noch positiv besetzt, das kann man messen. Aber wir erleben, dass insgesamt in der Gesellschaft, und das finde ich fatal, dass diejenigen, die die Wertschöpfung bringen, die für Wohlstand sorgen, die auch dafür sorgen, dass all die wichtigen Ziele, ob das Klimaschutz ist oder soziale Gerechtigkeit, dass wir die überhaupt erreichen können, dass die das ermöglichen, gesellschaftlich immer mehr so an den Pranger gestellt werden und dann die Lust verlieren. Und auch bei den Unternehmern haben wir eine jüngere Generation, die reden auch mal über Work-Life-Balance. Und wenn die sagen, ich habe hier ein Unternehmen, habe ich gerade erlebt, die haben ein Vermögen in dem Unternehmen über 4 Generationen aufgebaut von 120 Millionen. Die haben innerhalb von 2 Jahren wegen gestiegener Energiepreise den Wert des Unternehmens von 120 Millionen auf 30 Millionen reduziert. Jetzt sagen die mir, hätte ich den Laden vor 2 Jahren an den chinesischen Anbieter verkauft, hätte ich jetzt 100 Millionen mehr. Was mache ich jetzt weiter? Ich lasse mich bepöbeln in der Gesellschaft, dass ich angeblich nur die Leute ausbeute und mir die Taschen voll mache. In Wirklichkeit verliere ich Geld, also verkaufe ich doch den Laden. Das Geld, der Erlös, der reicht für mich, meine Familie, meine Kinder, selbst meine Enkelkinder. Für mehr bin ich bei Gott nicht verantwortlich. Aus. Und dieses Denken zusammen mit den schwierigen Rahmenbedingungen, das führt dazu, dass wir einen Exodus von Unternehmen bekommen in Deutschland, wir sind schon mittendrin, die für die Wirtschaftskraft in diesem Land sorgen. Deswegen auch mein Appell, nicht nur an Politik, auch an Gesellschaft, an Medien, auch mal wieder für ein positives Unternehmerbild zu sorgen. Wenn ich mit meiner 6-jährigen Tochter Kindersendungen angucke, der Unternehmer, übrigens der Politiker auch, die sind immer irgendwie böse. Die kümmern sich nur um ihren Dienstwagen, sind dick, okay, gibt's manchmal. Aber ansonsten machen sie nur irgendwelche Geschäfte. Der Politiker lässt sich bestechen, damit der Unternehmer irgendwie Dreck in den Bach leiten kann. Das sind Geschichten, die den Kindern schon erzählt werden. Und dann wundern wir uns, dass keiner mehr unternehmerisch sein will, selbstständig seine Kraft, seine Ideen ins Werk setzen will, um erfolgreich sein zu können. Das müssen wir ändern. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Politik. Gut, wir sind ja schon dabei hier als Medien, Berlin-Box, TV Berlin, Hamburg 1 und die Sender, die noch zur Gruppe gehören. Insofern sind wir da wahrscheinlich schon aus Ihrer Sicht auf dem richtigen Weg. Apropos, welche
Unternehmerpersönlichkeiten sind zum Beispiel Mitglied im Bundeswirtschaftssenat. Naja, das sind ganz unterschiedliche. Viele kennt man nicht, weil es sogenannte Hidden Champions sind. Aber ich meine, das ist kein Geheimnis, dass beispielsweise Regine Sixt, Inhaberin immer noch einer Autovermietung, die weltweit erfolgreich tätig mit ist, toller Werbung, bei uns dabei ist. Und natürlich viele andere Unternehmen, die einen kennt man mehr, die anderen weniger. Aber es ist branchenübergreifend und ich finde es wichtig, dass Unternehmen, und da haben wir eine andere Kultur in Deutschland, dass die lauter werden, selbstbewusster werden und nicht sich zurückziehen. In Amerika beispielsweise ist das anders. Da gehen auch Unternehmer in die Politik. Das findet hier kaum statt, weil wir Hürden aufbauen, die nicht überwindbar sind. Und deswegen kann ich nur ermuntern, Unternehmer, Mittelständler, seid lauter, kümmert euch selbst auch um eure Interessen, nehmt es in die Hand, die Politik wird es nicht mehr schaffen. Und macht zum Beispiel solche schönen Interviews mit Ihnen, wie ich das jetzt mache, und erzählt den Menschen da draußen, was ihr eigentlich für die Gesellschaft alles tut, was ihr aber auch für Rahmenbedingungen braucht, um weiterhin für Wohlstand in diesem Land zu sorgen. Die Senatoren des Bundeswirtschaftssenats sind auch international, nicht nur in Deutschland, sondern international erfolgreiche Unternehmer. Was haben Sie denn persönlich von denen gelernt? Ich habe sehr viel gelernt. Ich komme ja, bin ja von Hause aus Jurist, dann war ich Politiker. Und als Juristen, als Politiker oder erstmal als Jurist lernt man abzuwägen. Genau hinzugucken, wie ist die Lage, was kann passieren, Risiken minimieren. Der Jurist ist darauf gebrieft, Risiken auszuschalten. Er wird den Mandant, wenn er Rechtsanwalt ist, immer beraten, oh, das kannst du nicht machen, da kann das und das passieren. Schon wieder um sein eigenes Haftungsrisiko gegenüber dem Mandanten zu reduzieren. Ja. Der Politiker ist ähnlich gestrickt. Der Politiker will eine Wahl gewinnen, will aber ja nicht in irgendwelche Fettnäpfchen treten, will ja nicht entscheiden, was schiefgehen kann. Das führt dazu, dass in der Politik immer weniger entschieden wird, immer längere Entscheidungsprozesse in Politik und Verwaltung dauern, dass wir die längsten Entscheidungsprozesse im Planungsverfahren weltweit haben und die aufwendigsten ist bekannt. Und so ein Typ war ich auch. So wird man in dieser Gesellschaft hineingeboren und ausgebildet, gerade mit der juristischen Ausbildung. Von den Unternehmern habe ich gelernt, nee, ja, okay, wir müssen gucken, welche Risiken bestehen, aber was Unternehmen wollen, heißt auch, den Mut zum Risiko mal zu haben. Weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wer alle Risiken ausschließen will, das Leben ist, fürs Leben gibt es keine Vollkaskoversicherung. Der wird gar nichts bewegen und gar nichts gewinnen und auch für diese Gesellschaft nichts bewegen. Und deswegen, sage ich mal, habe ich von den Unternehmern zweierlei gelernt in dieser neuen Aufgabe beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. A, es ist nicht so schlecht bestellt um unsere Unternehmen, wie man immer wieder hört. Die haben zwar momentan viel zu leiden, aber die Innovationskraft, die Lust, tolle Mitarbeiter, ist alles noch da. Und die können sofort loslegen und wieder erfolgreich sein und auch Deutschland wieder auf Platz 1 bringen, wenn man sie denn diese und die richtigen politischen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen schafft. Das ist noch da. Die müssen wachgeküsst werden. Das habe ich gelernt. Und das Zweite eben, Mut zum Risiko, weil ohne das geht's nicht. Ich spüre Ihre Begeisterung. Die folgende Frage wird Sie jetzt in dem Zusammenhang nicht überraschen, nämlich welche Fehler macht Ihrer Meinung nach die jetzige Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP? Oh, ich weiß ja nicht, wie lange Ihre Sendezeit ist. Wir haben 30 Minuten. Ich mache aber eine Sondersendung. Ich fürchte, dafür reicht sie nicht. Ich will mal ganz allgemein sein. Man könnte natürlich auf diese Frage viel beantworten. Ich will es aber jetzt gar nicht nur fokussieren. Diese Regierung ist natürlich eine besondere Regierung, weil sie auch aus besonders bunt zusammengewürfelten Kräften besteht. Wir alle wissen und wussten von Anfang an, dass es natürlich nicht leicht ist, wenn eine FDP mit den Grünen unter Führung der SPD in einer Koalition zusammenkommt, das ist klar. Aber was mich besonders schockiert, ist das Offensichtliche nicht verstehen wollen, dass es wirklich, wenn ich 5 vor 12, vielleicht sogar eine Minute nach 12 ist, wenn es darum geht, den Exodus des Mittelstands als Wohlstands
Garant in diesem Land aufzuhalten. Da passiert viel zu wenig bis gar nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich nicht, weil ich es persönlich schlechte Erfahrungen mit den Grünen gemacht habe. Ein Wirtschaftsminister, der offensichtlich wirklich gar keine Ahnung hat und auch jetzt in einigen Monaten Amtszeit nichts dazugelernt hat, das verstehe ich nicht, wie wir uns als wichtigste Industrienation in Europa, noch sind wir es ja, wie wir uns das leisten können. Das geht nicht. Und wir setzen momentan alles aufs Spiel, was die Generationen vor uns aufgebaut haben. Ich nehme aus dieser Verantwortung, sage ich ganz klar, aber auch die CDU nicht aus, die in den Merkel-Jahren den Staat für viele Fehler in diesem Land gelegt hat und auch mitverantwortlich ist für vieles, was in diesem Land heute noch schiefläuft. Sie geben mir eine gute Vorlage für die nächste Frage. Ihre Partei ist die CDU. Sie selbst gelten als konservativ. Für was steht die CDU bzw. die Union aus CDU und CSU im Jahr 2023? Auch das wäre, glaube ich, eine Sondersendung wert, ja. Das Programm. Ja, ich kann Ihnen meine persönliche Meinung sagen und das ist ja das Schöne, ich bin ja in keinen politischen Ämtern, ich kann das ja frei sagen und muss da auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich bin enttäuscht auch von der Situation in der CDU momentan, weil wie mir geht es vielen in diesem Land. Für die ist die CDU eigentlich die prägende politische Kraft. Und im Moment prägt sie nichts. Und das nicht nur, weil sie in der Opposition ist, da ist das nun mal so, sondern weil sie auch aus der Opposition viel zu wenig Impulse gibt. Und ich finde, die CDU hat verlernt zu führen. Das galt auch schon in der Regierungszeit unter Angela Merkel. Früher galt doch, wenn ich was bewegen will, wenn ich was richtig finde und sage, da muss dieses Land, unsere Gesellschaft hingehen, dann muss ich in der Demokratie Mehrheiten hinter mich scharen, also Wahlen gewinnen, um das umsetzen zu können. Das heißt, ich will Wahlen gewinnen, um Politik zu machen. Heute ist aber umgekehrt und leider verfährt auch die CDU nach diesem umgekehrten Muster. Heute wird Politik gemacht, um Wahlen zu gewinnen und nicht mehr Wahlen gewonnen, um Politik zu machen. Das heißt, alles, was man so erzählt und sich ausdenkt, folgt nur noch unter strategischen Fragen. Und zwar nicht strategisch, geht es dem Land danach besser, sondern strategisch, können wir damit die nächste Wahl gewinnen oder sehe ich als einzelner Politiker damit besser aus. Das funktioniert aber nicht. Und ich sag mal, Olaf Scholz und Angela Merkel sind das absolute Gegenbild zu Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Man kann über alle vier Positives und Negatives finden. Aber eins ist klar, Gerhard Schröder und Helmut Kohl und übrigens auch Helmut Schmidt waren Macher. Und die haben auch gegen die Interessen teilweise auch ihrer eigenen Partei, der Meinungslage in ihrer eigenen Partei, Dinge durchgesetzt. Bei Helmut Kohl war es der NATO-Doppelbeschluss, die NATO-Nachrüstung, die dann zur deutschen Einheit letztlich geführt haben. Die haben Dinge durchgesetzt gegen den erheblichen Widerstand, weil sie geglaubt haben und davon überzeugt waren, dass sie richtig sind. Heute macht das ja keiner mehr, sondern heute gucken die, oh, wenn ich das mache, wie sieht die Umfrage aus? So kann ich kein Land führen. Ich muss überzeugen und die Leute mitnehmen. Und nur so kann ich ein Land gerade in einer übermedialisierten Welt führen, dass es funktioniert. Und das geschieht leider nicht mehr. Und das ist meine größte Kritik an der CDU, dass sie auch momentan in diesem umfragegetriebenen Vakuum sitzt, was leider auch keine Erfolge bei Wahlen verspricht. Denn nur wer Erfolg in der Politik vorweisen kann, wird auch Wahlen gewinnen. Helmut Schmidt haben Sie ja angesprochen von der SPD. Der hatte ja große Probleme mit seiner Partei. Manche haben gesagt, der sollte eigentlich in die CDU wechseln. Da wäre er besser aufgehoben als in der SPD. Er ist aber, wir wissen ja, rauchend bis zum Schluss bei der SPD geblieben. Aber kommen wir mal zur CDU zurück. Ist der Markenkern der CDU, also das Konservative, mehr oder minder verloren gegangen? Ja, jetzt ist die Frage, was meinen Sie mit CDU? Meinen Sie die Mitglieder? Meinen Sie die Wähler? Meinen Sie die Führungskräfte? Bei den Führungskräften glaube ich, jein, insofern, als dass ich bei vielen weiß, dass der Markenkern noch da ist, nur sie trauen sich auch nicht mehr, ihn laut auszusprechen, weil sie
meinen, in der Partei selbst dann unangenehm aufzufallen oder wieder in Umfragen schlecht dazustehen? Ich glaube das nicht. Ich glaube, wer deutliche Worte findet, der hätte auch wieder einen ganz anderen Zulauf. Und ich meine, der momentane Erfolg einer AfD belegt ja, dass die CDU und die CSU auch übrigens offensichtlich ein Vakuum hinterlassen, was nicht mehr gefüllt wird. Und deswegen ist es jenseits von strategischen Überlegungen einfach eine verdammte Pflicht, hier als CDU diese Aufgabe auch wieder zu erfüllen. Wir erleben ein Vakuum, was die CDU geschaffen hat, wo andere reinspringen, was wir nicht wollen. Was wir aber, sage ich auch klar, als Demokraten auch akzeptieren müssen. Ich meine, eine Partei, die jetzt, wo ist sie, bei 38-40% in Thüringen gehandelt wird, da kann ich ja nicht einfach nur sagen, das sind Schmuddelkinder. Ich meine, das ist keine Demokratie, sondern ich muss mich inhaltlich auseinandersetzen und auch gerade als CDU, die sehe ich hier in der besonderen Verantwortung, zu überlegen, wie kann ich dagegen steuern. Und dieser Dauererfolg einer AfD ist für mich der Beleg dafür, dass die CDU einfach so weit nach links gerutscht ist, dass viele Menschen ihr nicht mehr vertrauen und deswegen sie auch nicht mehr wählen. Einen Namen haben wir nicht genannt, aber der kam eben in dem, was Sie gesagt haben, durch, nämlich Franz Josef Strauß von der CSU, der ja damals gesagt hat, also rechts von CDU, CSU, von der Union, darf es keine weitere Partei, keine rechte, keine konservative Partei mehr geben. Und das ist genau das, was Sie ja eben auch gesagt haben. Das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, als gesellschaftliche Aufgabe verstanden worden. Und ich meine, erinnern Sie sich an die Zeit, Deutschland war am erfolgreichsten in einer Zeit, da hatten wir sehr stabile politische Verhältnisse. Es wechselte zwischen CDU und SPD hin und her, aber es war immer eigentlich eine stabile Situation und das haben wir verloren, weil wir an den Rändern sozusagen die Aufgaben nicht gemacht haben. Da stellt sich für mich und wahrscheinlich auch für viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer die Frage, können Sie sich vorstellen, erneut eine Führungsposition wie seinerzeit in Hamburg in der Politik zu übernehmen? Nein, das sage ich ganz klar. Habe ich Kinder, schulpflichtige Kinder und ich weiß, was ein Leben als Spitzenpolitiker und das gilt für alle, auch für alle Parteien, was das bedeutet, gerade wenn man schulpflichtige Kinder hat. Deswegen möchte ich das meiner Familie nicht antun. Auf der anderen Seite juckt es einem natürlich schon, wenn man auch solche Talkshows im Fernsehen sieht und dann mitreden möchte. Und so bin ich übrigens auch zu den Mittelständlern gekommen, weil ich habe hier Markus Lanz und Maybrit Illner und wie sie alle heißen im Fernsehen angeguckt, saß immer vorm Fernseher und habe ordentlich mitgeschimpft, bis meine Frau zu mir sagte, also hier nur auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken und rumschimpfen, das kann es nicht sein. Und als mich der damalige Präsident des Verbandes dann ansprach, meinte, das ist ja auch was Politisches. Habe ich gesagt, ja, das ist was Politisches, was ich mir vorstellen kann. Ich muss auch sagen, ich bin mit Herzblut jetzt für Mittelstand, für mittelständische Unternehmer da. Darin sehe ich meine Berufung, das möchte ich weitermachen. Und mein Part an Politik habe ich geleistet. Und schon sitzen Sie in einer Talkshow. Ich hatte es eingangs erwähnt und Sie haben auch schon mal kurz darüber gesprochen, über Ihren Beruf. Sie sind unter anderem Jurist, Sie arbeiten als Rechtsanwalt in Berlin am schönen Kurfürstendamm. Welches Betätigungsfeld haben Sie sich ausgesucht? Sie haben vorhin schon mal so ein bisschen was angedeutet, aber wir wollen es ein bisschen konkreter noch wissen. Also die Kanzlei, wo ich Partner bin mit einigen Kollegen, macht schwerpunktmäßig öffentliches Recht, also Verwaltungsrechten hier, vor allem Stadtplanungsrecht, Baurecht, das sind so die Schwerpunkte. Also ich war, bevor ich jetzt direkt diesen politischen Weg eingeschlagen habe, schon als Kind meine Modelleisenbahn, habe ich da Häuser gebaut und Städte entworfen und so, das fand ich immer toll. Und ich erinnere mich, es war, glaube ich, bei der Eröffnung der ersten Sitzung im preußischen Herrenhaus, heißt es, glaube ich, ne? Im neuen Landtag hier, im Abgeordnetenhaus, wo gesagt wurde, wo Bauen ist, ist Leben. Und ich finde, es ist so, wo Bauen ist, ist Leben, ist das ist was Beständiges, da hat man an was mitgewirkt, was vielleicht Generationen überdauert. Deswegen hat mich das immer fasziniert und deswegen auch
dieser Rechtsbereich. Das ist ein faszinierendes Gebäude, dieses Abgeordnetenhaus von Berlin, das muss man schon sagen. Lassen Sie uns über den Privatmenschen Christoph Ahlhaus reden. Was verbinden Sie ganz persönlich mit dem Begriff Familie? Die Familie ist nicht nur Rückzugsort, sondern sie ist natürlich auch Quell für Kreativität, für Lust. Man kann auch mal, wenn man beruflich gefrustet ist, sich da auffangen lassen und kriegt damit wieder neue Motivation. Insofern ist das etwas unheimlich Beglückendes. Und zu sehen, wie Kinder aufwachsen, wie man denen auf ihrem Lebensweg helfen kann, ist für mich was Großartiges. Ich habe großartige Töchter und für mich ist es einfach eine Riesenfreude zu sehen, wie natürlich meine Frau einerseits die Hauptlast in der Erziehung und in der Begleitung der Kinder trägt. Aber wenn ich dann zu Hause bin, das mitgenießen zu dürfen, ist was ganz Großartiges. Und das gibt Kraft wieder auch für neue andere Aufgaben. Kurze Nachfrage dazu. Wie wichtig sind Familie, Partner oder Freunde in Ihrem Leben? Sehr wichtig. Also Familie, habe ich gerade gesagt, das ist der Quell. Und Freunde, klar, ich meine, ich habe zum Beispiel das Glück, dass ich meine alten Schulfreunde aus Heidelberg, wo ich aufgewachsen bin, wir haben einen unheimlich guten Klassenzusammenhalt. Wir hatten gerade dieses Jahr wieder Klassentreffen und man sieht sich regelmäßig. Der Kontakt ist jetzt auch nach vielen Jahrzehnten nicht abgebrochen. Und auch da inspiriert man sich. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Lebensläufe, auch ganz unterschiedliche Ansichten, die da sich etabliert haben. Aber man weiß, man kennt sich lange, man begegnet sich da nicht feindselig, wie oft in der Gesellschaft, sondern man begegnet sich freundschaftlich, respektiert sich und kann dann auch eher, wenn man respektvoll miteinander umgeht, vielleicht auch mal was von der Gegenseite mitnehmen und noch mal überdenken, als wenn es immer gleich so aggressiv rüberkommt. Also nicht auf die Straße kleben, sondern vielleicht eher mal zu überlegen, welche Argumente hat man, um was zu verändern. Haben Sie eine Lebensweisheit? Ja, und die hat sich geändert, so wie ich vorhin sagte. Früher war, wenn Sie so wollen, meine Lebensweisheit, prüfe genau, bevor du ins Risiko gehst. Da weiß ich noch, hat mein Vater immer gesagt, dass der alte lateinische Spruch, quid quid agis, prudenta agas, et res spice finem. Also alles, was du tust, gut überlegen und schau genau, was hinten rauskommen kann, auf deutschen Risikobetrachtung. Und ich würde sagen, heute habe ich ein anderes Lebensmotto, das heißt Chancen nutzen, Risiken abwägen, aber im Zweifel für das Tun, für das Unternehmerische, etwas unternehmen, so wie der mittelständische Unternehmer. Und das mit Herzblut und Engagement zum Erfolg führen, das ist heute mein Motto und damit bin ich bisher gut gefahren. Letzte Frage in dieser Talkshow. Also wir werden ja vielleicht noch ein paar weitere machen. Sie hatten ja die Themen schon eben angesprochen. Was möchten Sie in Ihrem Leben noch unbedingt tun bzw. erreichen? Also ich möchte natürlich meine Kinder noch weiterhin erfolgreich für ihr Leben vorbereiten. Das ist, finde ich, als Vater eine ganz wichtige Aufgabe zusammen mit meiner Frau. Und ich möchte erreichen, dass das Ausbluten des deutschen Mittelstands gestoppt wird. Und wenn ich da einen Baustein leisten kann, auf diesem Weg den mittelständischen Unternehmen Hoffnung und Chancen zu geben und die auch zu unterfüttern mit Fakten, dann glaube ich, bin ich sehr befriedigt von meinem Tun, denn das ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft heute. Christoph Ahlhaus, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und bis demnächst. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und das war Berlin Box, der Talk. Im Fernsehen, auf YouTube, in den Mediatheken, überall zu sehen. Ich bin Andreas Dorfmann, freue mich auf die nächste Sendung. Sie wissen ja, man sieht sich.